Ja, liebe MOBA-Freunde, heute stelle ich euch wieder ein Modell vor. Das ist die Brava 0311 und die wurde jetzt mit Sound aufgerüstet. Wir machen jetzt auch nur eine Kurzvorstellung, das heißt, wir stellen das Hauptaugenmerkmal auf die Optik, verzichten auf den Rollenprüfstand und stellen es nachher einfach nur auf die Gleise, lassen es mal fahren und lassen die Töne abspielen, um sich da mal einen Eindruck zu verschaffen. Mal zum optischen Teil. Da muss man sagen, das ist ja die exklusive Edition von Brava. Also die ist eigentlich schon digital, hatte aber keinen Sound und den haben wir jetzt nachgerüstet. Also gerade hier optisch ist das Ganze wirklich ein Highlight, finde ich, für eine Ludmilla. Wir kennen es ja vom anderen Video von der Märklin Ludmilla. Auch hier mit dem Aufdruck 232109-9. Valium Logistics Deutsche Bahn. Auch hier schön gemacht. Aufdruck. Ich hoffe, man erkennt es ein bisschen. Ja. Also hier schön noch aufgedruckt. Auch hier mit diesen ganzen Details. Auch hier diese Gitterung. Auch die Griffe. Die Griffstangen, die Türe, oben natürlich nur imitierte Lüfter, also hier die zwei Hörner, kennt man auch ganz gut. Das macht echt einen sehr wertigen Eindruck. Jetzt mal die Front- und Heckansicht, hier ist auch nochmal die Bezeichnung, das Modell aufgedruckt. Die Spitzensignale, 5 Stück. Der ist auch im Wechsel rot und weiß. Und ganz besonders muss man mal sagen, hier von den Details erkennt man eigentlich auch diese Scheibenwischer. Die sind sogar beweglich. Ich denke, man erkennt es. Also auch vom Führerstand. Schön mit Details ausgestattet. Sieht man auch. Die guten zum Griff sogar noch. An sich natürlich das gleiche. Hier sind zwei verschiedene Puffer angebracht. Das bisschen abzugrenzen wahrscheinlich. Also echt klasse. Auch nochmal hier mit diesen Trittstufen. Die sind dann auf der einen Seite etwas länger. Hier sieht man die anderen Puffer dann noch mal ganz gut. Auch hier mit diesen Stangen noch mal richtig klasse gemacht. Klar, das ist natürlich ein bisschen empfindlich mit diesen Kunststoffapplikationen. Das Gehäuse selber ist komplett aus Kunststoff. Da denkt man erst, okay, dass da nichts dahinter steckt. Aber vom Gewicht ist die Lok echt massiv. Also sie bringt richtig Gewicht auf die Gleise. Liegt am Innenraum. Ich werde da am Ende vom Video natürlich mal wieder noch ein paar Fotos beifügen. Da sieht man es auch ganz gut. Also im Innenraum ist komplett Metall und Guss. Also dadurch bringt die Lok halt echt Gewicht auf die Bahn. Gerade vom technischen Teil her, also ist ein richtig guter Hochleistungsantrieb verbaut. Dann hier natürlich den Schleifer, diese 6 Achsen gesamt. Es sind 4 Haftreifen, 1, 2, 3, 4. Zum was hier ein Schwachpunkt ist, also hier war das Getriebe kaputt. Also ein, zwei Zahnräder waren zerbrochen, komplett. Die Ersatzteile waren relativ schwer zu beschaffen, anfangs. Ich habe dann noch mit Brava telefoniert direkt. Und diese kleinen Mini-Zahnrädchen gibt es jetzt nicht mehr in Kunststoff, sondern aus Metall. Und die restlichen sind nur in Kunststoff lieferbar. Das heißt, wir haben hier natürlich jetzt mittlerweile auch der Geräuschpegel ist ein bisschen höher, als man denkt oder als sie standardmäßig auch war, einfach aus dem Grund,
dass natürlich Metall und Kunststoff sich da nicht ganz verträgt. Warum man nicht alles aus Metall macht, das verstehe ich natürlich nicht, aber ja, die wollen natürlich auch ein bisschen Verschleiß haben. Ist ja klar. Zum Öffnen sind diese Puffer hier abzuziehen. Also 1, 2, 3, 4 auf beiden Seiten. Einfach rausziehen, natürlich vorsichtig, das ist auch nur Kunststoff. Und dann lässt sich das Gehäuse eigentlich ganz einfach abziehen. Und schon kommt man an Motor, Decoder etc. Getriebe ist sehr aufwendig zu zerlegen. Empfehle ich auch nur, wenn man es wirklich machen muss. Also nicht mal zu Spaß an der Freude. Ja, zum Warten, also zum Ölen, Fetten etc. sind diese hier abnehmbar. Also man kann hier mit einem Schraubendreher unten rein, in diesen Schlitz vorsichtig rein und dann abziehen. Das ist schon praktisch dieses Teil und dieses hier. Und dann sieht man schon die Zahnrädchen. Also da kann man dann eine Wartung durchführen. Oder auch zum Haftreifen tauschen, muss man diese Achsen dann abziehen und dann kann man die Haftreifen wechseln. Es ist auch keine LED-Beleuchtung, sondern reine Glühbirnen, allerdings im Wechselrot-Weiß. Finde ich, sieht echt gut aus. Man sieht es auch gleich mal. Ich gleiche sie schon mal auf. Und zwar wird der Führerstand so ganz leicht dezent noch mit beleuchtet dabei. Also kommt eigentlich ganz gut rüber, muss man sagen. Ich will jetzt einfach mal die Geräusche durchlaufen lassen, dann könnt ihr die ein bisschen genießen, dass man einfach mal die Fahrt auch sieht von dem Modell. Und es ist halt doch echt ein Highlight. Also optisch muss man sagen, hat Brava mit der Edition, diese exklusive Edition, machen die natürlich schon echt was Schönes. Also natürlich den Lichtwechsel hier in Fahrtrichtung. Und hier sieht man es besonders, dass es noch ein bisschen beleuchtet wird mit. Ob das jetzt so beabsichtigt ist oder nicht, bezweifle ich ein bisschen. Aber es sieht gut aus, muss man sagen. Jetzt gerade, wenn es dunkler wird, sieht man es noch besser. Aber ja, richtig schön. Wechseln. Wir haben hier einen Märklin-Decoder verbaut, diesen 60986. Aus Platzgründen musste man auch diesen kleinen Lautsprecher verbauen. Bei dem Set ist natürlich ein kleiner und ein großer dabei. Da musste man jetzt den kleinen verbauen. Aufgrund, das sieht man dann auf den Fotos, ist da wirklich sehr wenig Platz, um da auch, also ich sage jetzt mal, einen normalen MSD3-Decoder zu verbauen, wo man ihn einfach aufstecken könnte. Das heißt, Platz ist in der großen Lok, muss man sagen, echt wenig, um da irgendwas einzubauen. Sprich, wir haben jetzt eben diesen Nachrichtendecoder eingebaut, so einen kleinen Lautsprecher. Der große kommt etwas mehr zur Geltung, finde ich, bei so einer Ludmilla, weil die doch relativ dumpfen Klang hat eigentlich, kennt man ja. Auch vom anderen Video, in dem Original hört man schon stark raus, wie ein dumpfer Klang die eigentlich hat. Und mit dem kleineren Lautsprecher, einfach vom Volumen her, wo man da nicht aufbauen kann, wird es ein bisschen schwierig. Aber jetzt führen wir die Geräusche einfach mal durch, lass mal durchlaufen, dann könnt ihr das ein bisschen genießen. Reinsteigen, Türen schließen. Vorsicht am Bahnsteig.
einsteigen. Türen schließen selbsttätig. Vorsicht bei der Abfahrt. Bitte einsteigen und Türen schließen. Vorsicht am Bahnsteig. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Dann lasst doch mal ein Abo da, einen Daumen nach oben. Für Anregungen und Wünsche natürlich die Kommentarfunktion nutzen.